Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt Selbstmord, Selbsttötung. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die schon einen oder vielleicht mehrere Selbsttötungsversuche hinter sich haben. Ich möchte mit Angehörigen sprechen, die einen Menschen verloren haben durch Selbsttötung. Und vielleicht auch mit Leuten, die direkt oder indirekt an einem Selbsttötungsversuch beteiligt waren. Beispielsweise einen Bahnfahrer, vor dessen Bahn sich ein Mensch geworfen hat und der dann ums Leben kam. Also wenn ihr mit mir reden wollt über das Thema, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt mir auch faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Annette und Annette ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Meine Mutter hat sich vor 2 Jahren umgebracht. Auch durch Zug, also hat sich auf die Gleise gelegt und hat auf den Zug gewartet und hat mir das vorher angekündigt gehabt und ich habe das total ignoriert, weil ich gedacht habe, die, wo drüber reden, die machen das eh nicht. Mhm. Wie alt war deine Mutter? 50. 50 Jahre erst. Mhm. Und wie lange hatte sie das vorher schon mal thematisiert oder angedeutet? Meine Mutter war manisch-depressiv und hat ab und zu mal so Phasen gehabt, wo sie total down war und hatte dann vorher ihren Lebenspartner verloren gehabt, den wo sie aber auch erst 2 Monate gekannt hat. Verloren heißt, die haben sich getrennt oder der ist gestorben? Er ist gestorben. Er war ganz arg krank. Und das hat sie dann irgendwie in ein Loch reingerissen, obwohl der Selbstmord dann ein halbes Jahr später war und ich mir halt deswegen totale Schuldgefühle mache, weil ich sie nicht ernst genommen habe. Und weil wie oft hat sie das Tag, denn? Wo sie den Abschiedsbrief geschrieben hat, bin ich dazugekommen. Da bist du dazugekommen? Ich habe auch ein Stück von dem Abschiedsbrief gelesen, habe das aber nicht irgendwie wahrgenommen. Dass was heißt, du bist dazugekommen? Verstehe ich nicht. Ich habe sie besucht an dem Tag morgens und sie hat in der Küche gesessen und hat einen Brief geschrieben. Ach so. Und das war halt der Abschiedsbrief dann. Ja, und wie ging das dann weiter? Du warst zu Besuch, sie schreibt den Abschiedsbrief und... Ja, das war donnerstags gewesen und normalerweise haben wir am Wochenende immer miteinander telefoniert und das hat irgendwie, ich habe zwar öfters an sie gedacht, ist dann aber nicht angerufen und montags, wo das dann passiert war, hat auch öfters dran gedacht, aber nicht angerufen. Und abends um 7 sind bei mir alle Alarmglocken losgegangen und da habe ich sie versucht zu erreichen. Und da habe ich sie nicht erreicht und dann nachts hat dann das Telefon geklingelt und da war Bundeskanzlerin. Aber nochmal mit dem Brief, das habe ich nicht verstanden. Wann hat sie dir denn diesen Brief zu lesen gegeben? Als du sie dabei quasi gestört hast schon? Oder lag der dann da, der Brief? Der lag da. Und du hast ihn aber gelesen, während sie noch in der Küche oder in der Wohnung war? Ja. Und du hast sie nicht ernst genommen? Sie hat da drin nichts von Selbstmord. Sie hat nur reingeschrieben, dass sie mit Gott im Reinen ist und dass sie jetzt einfach nicht mehr kann. Also es war schon aber so ein, also letztendlich ein Abschiedsbrief schon. Ja. Aber spricht man denn dann nicht darüber, wenn man so etwas liest und die Mutter ist noch in der Wohnung, hast du denn nicht meine gesagt? Meine Mutter hat öfter so Zettel geschrieben. Ach so, du hast das dann gar nicht so ganz ernst genommen, weil ich es schon öfters dann, vorgekommen ist. Machst du dir jetzt große Vorwürfe? Ja, mache ich. Das ist, weil es auch jeder irgendwie als Kurzschlusshandlung ansieht und ich das absolut nicht als Kurzschlusshandlung ansehe. Hat sie denn vorher schon mal einen Versuch unternommen, sich selbst zu töten? Das auch schon? Versucht mit Tabletten zu erhängen, also schon mehrmals. Und du würdest sagen, dass es mehrere konkrete Hinweise als Signale gab in der Zeit davor, dass sie daraufhin steuert? Du das aber so gar nicht wahrgenommen hast und nicht mehr ernst genommen hast. Nee, sie hat halt gesagt, sie regelt alles jetzt. Und da habe ich gedacht, ja, dann regel mal. Und ja, es ist halt die weitläufige Meinung, der wo drüber redet, der macht's nicht. Ja, so einfach ist es auch nicht, ne?
So einfach ist es nicht. Weiß ich jetzt auch. Ja, das ist vor 2 Jahren passiert. Mhm. Wie lange liegt denn der erste Selbsttötungsversuch zurück? Ah, da war ich 11, 22 Jahre. Ach, das ist so lange her. Mhm. Die Mutter hat sich vor einen Zug geworfen, sagst du. Was heißt vor Zug? Sie ist 200 Kilometer mit dem Auto gefahren, hat sich anschließend auf die Bahngleise gelegt, hat sich zugedeckt und hat auf den Zug gewartet. Sie hat sich zugedeckt auch noch? Mhm, mit einer Decke, ja. Das ist ja völlig bizarr, dass sie dann eine Decke noch mitgenommen hat und sich mit der Decke auf die Bahngleise gelegt hat. Und, und sie war natürlich sofort tot. Nee. Nee? Doch, sie war sofort tot. Mhm. Da war nicht mehr viel übrig. Musstest du sie identifizieren? Das war eine Analyse. Bitte? Das wurde dann durch die Haare, weil das Auto hat da gestanden und da war nichts mehr übrig. Da war kein Schädel mehr. Die Leitung wird ganz schlecht, Annette, gerade. Ich kann dich gar nicht mehr verstehen. Jetzt besser? Ja, wir versuchen es mal noch mal ein bisschen. Also sie war sehr unkenntlich durch den... Ja, durch den, also Kopf war überhaupt nicht mehr da. Das Einzige, was intakt war, war der rechte Arm und ein Teil vom Oberschenkel. Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn man dann bei der Trauerfeier, bei der Beerdigung vor einem Sarg sitzt und weiß, da ist meine Mutter, aber da sind nur noch die Überreste quasi meiner Mutter drin? Mir ging eigentlich nur die ganze... Damals habe ich noch nicht gewusst, was von ihr übrig war. Mhm. Mir ist halt die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, was liegt da drin. Mhm. Und es war halt... Ich habe dann anschließend habe ich Akteneinsicht gefordert und habe den ganzen Polizeibericht und alles gelesen. Mhm. Und vielleicht, halt vielleicht ist es gut, dass du das damals noch nicht so ganz genau wusstest. Ja, das stimmt. Mhm. Nun sind ich war auch seitdem nicht mehr auf dem Friedhof. Warum? Das kann ich nicht erklären, das weiß ich nicht. Also ich habe schon öfters versucht, auf den Friedhof zu gehen, habe es aber nicht geschafft. Hast du das Gefühl, dass das schlechte Gewissen, was du hast, dass das stärker wird oder baut sich das eher ab? Nee, es wird stärker. Mhm. Da ich jetzt auch einen großen Schritt gemacht habe und habe meinen Mann verlassen und ja, also ist es. Es ist immer so der Gedanke im Kopf, ich hätte der Mama irgendwie helfen können. Ich hätte was tun müssen. Ja, ich hätte sie müssen nur anrufen. Mhm. Und es ist halt das, ja, warum habe ich sie nicht angerufen? Mhm. Und was halt dann auch noch so schlimm ist, man kann eigentlich mit keinem drüber reden, weil jeder, sobald Selbstmord da macht, der dicht. Also Das ist immer noch ein absolutes Tabu. Mhm. Und ich will dir sagen, ihr habt das wahrscheinlich gerade auch schon gemerkt an meinen Formulierungen. Hier steht bei uns auch das Thema Selbstmord, weil das eben ein üblicher Begriff ist. Mhm. Aber es ist kein korrekter Begriff. Es ist ein sehr wertender Begriff. Man muss eigentlich sagen Selbsttötung. Ja. Was sagt das Wort Mord alles aus? Und was hängt da für eine Wertung hinter? Damit wird man den Menschen, die vielleicht aus einer seelischen Not heraus sich selbst umgebracht haben, nun überhaupt nicht gerecht. Oder auch nicht denen, die das wirklich sehr dezidiert geplant haben und das deren Wille war. Ja, ich verstehe die Menschen oder gerade meine Mutter nicht, warum sie keinen Lebensmut mehr hatte. Ja, aber sie hatte dann offensichtlich eine sehr lange Krankheitsphase gehabt, die über vielleicht Jahrzehnte sogar ging. Und hatte sie denn irgendwann mal professionelle Hilfe? War sie mal bei einem Psychiater, bei einem Psychologen? Sie war 10 Jahre lang in psychologischer Betreuung. Mhm. Und die Psychologin hat dann nur gemeint, ja, das hat sie nicht vorhergesehen. Mhm. Mhm. Vielleicht gibt es auch Menschen, vielleicht gibt es auch Lebensverläufe, wo der beste Psychologe oder der beste Psychiater einem Patienten keinen Lebensmut wirkllich mehr vermitteln kann. Vielleicht gibt es das. Mir geht halt der Gedanke nicht aus dem Kopf, wie man 200 Kilometer fahren kann, in der Absicht, sich selbst zu töten. Da muss doch... Warum ist sie eigentlich so weit gefahren? Hat das nicht vor Ort getan? Weil sie ist in ihr Heimatort gefahren, da wo wir 17 Jahre lang gelebt haben. Ach so. Mhm. Hast du je darüber nachgedacht oder bist du auf eine Lösung gekommen, warum sie sich dafür zugedeckt hat? Nein. Mhm. Keine Ahnung. Hm. Das
war halt nachts, vielleicht war es kalt. Ich weiß es nicht. Ich kann mich da nicht reinversetzen. Du hast gerade was ganz, ganz Entscheidendes gesagt. Und ich, Annette, kann damit überhaupt mit niemandem drüber reden, weil die Leute alle dicht machen, wenn das Thema Selbstmord kommt. Vielleicht ist das überhaupt das große Manko. Es ist nun mal geschehen. Deine Mutter war seelisch gesehen eine schwer kranke Frau. Ja. Und sicher, du hättest das vielleicht ernst nehmen können, wahrnehmen können, aber vielleicht hättest du ihr letztendlich nicht helfen können. Vielleicht wäre es dann in 2-3 Jahren passiert. Deshalb finde ich so wichtig, dass du mit einem Menschen redest und vielleicht auch immer und immer wieder redest, kontinuierlich redest. Um das habe ich mit meinem Mann versucht und der hat nach einer Woche gemeint, ja, jetzt wäre die Beerdigung rum und jetzt müsste langsam mal das Leben weitergehen. Ist vielleicht so ein direkter Angehöriger auch kein guter Ansprechpartner? Ich mache einen Vorschlag. Du unterhältst dich jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Peter. Und der Peter hat bestimmt irgendeine Idee, eine gute Idee auch, wie du dich jetzt weiter verhalten solltest, dass du vielleicht auch professionelle Hilfe aufsuchst in den nächsten Wochen, Monaten, dass du einen festen Ansprechpartner hast, mit dem du immer dieses Thema besprechen kannst. Vielleicht ein Jahr lang, ist ja egal. Hauptsache, du kommst damit dann zurecht. Leg mal bitte auf jetzt und wir, das heißt, der Peter ruft dich zurück. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Unser Thema heute Nacht heißt Selbstmord, Selbsttötung und ich möchte mit Menschen reden, die einen solchen Versuch schon hinter sich haben oder vielleicht mehrere Versuche oder mit Angehörigen, die einen Menschen verloren haben durch Selbsttötung oder vielleicht habt ihr wider eurem Willen einem anderen Menschen dabei geholfen, sich selbst umzubringen. Also wir hatten gerade das Stichwort, da hat sich jemand auf die Bahn gelegt. Ich frage mich auch immer, was geht in einem Schaff, in einem Zugführer vor, der dann in der Lok sitzt und fährt und dieses quasi nicht verursacht, aber er ist mit daran beteiligt. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Angelika, 46 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Angelika. Hast du auch jemanden verloren oder hast du es selbst getan? Ich habe es nicht selbst getan, auch nicht verloren, aber es geht hier um meine Tochter. Ja. Meine Tochter hat eine sehr schwierige Krankheit, das ist eine Osteomyelitis. Das heißt, sie ist septisch mit Krankenhauskeimen, mit einem ganz gefährlichen. Und sie hat im vergangenen Jahr nach einer weiteren Operation, es wurde eine Transplantation vorgenommen. Was hat man transplantiert? Es wurde in diesen ausgehöhlten Fersenknochen, wo schon sehr viele Operationen versucht wurden, wurde wieder mal ein Muskellappen eingesetzt. Wie alt ist deine Tochter vorab gefragt? Die war damals 18. So, und nachdem es zum zweiten Mal wieder nicht geklappt hat, sie unter permanenten Schmerzen steht, unter monatelang im Krankenhaus aufenthalten, kam es eben auch zu diesem Punkt, wo sie einfach nicht mehr konnte. Ja, sie war sehr geschwächt. Die Schmerzen haben ihres dazu getan. Beschreib mir, Angelika, doch noch mal etwas genauer ihre Erkrankung. Osteomyelitis heißt Knochenentzündung. Das heißt, wenn da Keime drin sind, multiresistente Keime, die fressen alles kaputt. Die Knochenentzündung am ganzen Körper? Nein, das ist im Moment im Bereich der Ferse des rechten Fußes. Das heißt also, man kann mit Antibiotika noch nicht viel machen. Sie hat zwar schon sehr viel bekommen, aber wie gesagt, es muss immer mit Operationen wieder teilgeschabt werden. Wie kommen denn die Keime überhaupt in diesen Knochen oder an diesen Knochenbereich heran? Naja gut, das war eine Operation, dann war eine Druckstelle. Und da wurde immer wieder dran gekratzt, geschabt und mittendrin war dann die Knochenhaut verletzt und da haben sich eben dann diese Keime durchgefressen und den Knochen erreicht. Achso, diese erste Operation hatte mit der eigentlichen Erkrankung gar nichts zu tun? Nein, für sich überhaupt nicht. Und dadurch ist es dann in Gang gekommen? Und jetzt ist wenn man mehr Operationen hat und dadurch vielleicht auch Immunschwächen bekommt, dann sind eben diese Keime ganz gefährlich und können da massiv angreifen. Ja, das ist jetzt an einer Ferse oder an beiden Fersen? Nein, zum Glück an einem Fuß, am rechten Fuß. An einem Fuß. Und wie oft ist sie jetzt an dem Fuß operiert worden schon? Also, Domian, bis zur 50. Operation haben wir noch wirklich mitgezählt. Es sind jetzt weit mehr.
möchte aber zu dem Thema Selbstmord kommen. Mhm. Die Sabine kam eben eines Nachts auf die Idee oder zumindest an diesen Punkt, wo einfach irgendwo jeglicher Wille ausgesetzt hat. Sie hat einen Zentralzugang. Da hatte sie am Abend zuvor noch Blutkonserven bekommen. Mhm. Du musst das mal ein bisschen mehr erklären. Du bist so in der Thematik. Weil sie von der OP sehr schwach war. Ja. Und dann hat sie sich diesen Zugang, diesen Zentralzugang an die Hauptvene im Hals rausgerissen und hat natürlich wiederum sehr viel Blut verloren. Mhm. Zum Glück wurde sie entdeckt und wurde sofort Hilfe gebracht. Das, weil es ja im Krankenhaus passiert ist. Ne? Sie wurde gerettet. Wir reden jetzt von einem Vorfall, der liegt wie lange zurück? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Mhm. Und danach kam sie dann in die geschlossene Psychiatrie. Mhm. Was meines Erachtens für so eine Tat oder für so einen Vorfall eine absolute Bestrafung war. Mhm. Denn sie hätte Hilfe gebraucht. Mhm. Es war in meinen Augen, als Mutter sehe ich das als absoluten Hilfeschrei. Mhm. Angelika, ich fasse das nochmal zusammen. Deine Tochter hat eine ganz schwere Erkrankung an ihrem Fuß, an der Ferse. Wie viele Jahre eigentlich schon? Das Ganze geht jetzt schon über 4 Jahre. Über 4 Jahre. Hat über 50 Operationen hinter sich. Richtig. Und hat wahrscheinlich für uns gar nicht vorstellbare Schmerzen. Sie steht permanent unter einem Schmerzmittel. Ja. Einfluss. Das heißt, sie hat immer einen Spiegel, ein Schmerzpflaster mit Morphiaten drin. Mhm. Und sie kriegt zuzüglich immer noch ganz starke Schmerzmittel. So, das muss man sich mal vorstellen, für ein Mädchen, was in die Pubertät gekommen ist und dann konfrontiert wurde mit einer solchen Erkrankung. Heute und da mit war 19 einfach, Jahren. Bitte? Heute ist sie 19 Jahre. Heute ist sie 19 Jahre alt. Versäumt insofern, Schulzeit. Ja, insofern kann man das natürlich dann auch nachvollziehen. Deswegen habe ich dich gerade so genau gefragt nach der Krankheit, um das vielleicht auch nachvollziehbar zu machen für mich und für die Zuschauer, in welchem Leidzustand deine Tochter ist, dann, weswegen sie sich diesen Zugang rausgerissen am Hals. Ja. So, und dann kam sie in die Psychiatrie. Erzähl mal weiter. Ja, dann wurde der Fuß erstmal nur ambulant behandelt, immer wieder frisch verbunden und erst wollte man die Psyche wieder aufbauen. Aber hättest du als Mutter das ja nicht untersagen können, dass sie in die Psychiatrie kommt? Nein, in dem Fall nicht. Mhm. In dem Fall nicht. Mhm. Die haben das als Suizid gesehen, gewertet und damit heißt es ab in die geschlossene. Wie lange war sie in der geschlossenen dann? Ich habe sie dann nach 3-4 Wochen wieder rausgeholt, habe sie in eine betreuende psychosomatische Behandlung gegeben. Nur ist es immer, wie die Vorgängerin schon sagte, Psychologen, Psychiater und so weiter. Mhm. Es ist nicht leicht, hier jemand zu finden, der nicht im alten Zeug, im alten Sachen wühlt, sondern wirklich helfen. Mhm. Wie geht es denn deiner Tochter im Moment aktuell? Aktuell liegt sie jetzt in München in einer Klinik, hat 2 Tage vor Weihnachten die Ferse amputiert bekommen und hat inzwischen noch weitere Operationen durchstanden. Und meine Angst, weil es jetzt um Selbstmord geht, ist eben ihre Schwäche und ihr mutloses Verhalten, ihre Aussichtslosigkeit, dass ich einfach Angst und Bange habe, dass es wieder passieren kann. Hast du ein Verständnis dafür, dass sie das gemacht hat? Ja, ja. Natürlich. Mhm. Das kann sich kein Mensch vorstellen, was es heißt, so eine wunderschöne Jugend. Mhm. Keine Ferien, kein Tanzen gehen. Keine Freunde, kein Ausgehen. Richtig. Mhm. Sie möchte wenigstens in die Schule gehen können. Mhm. Aber selbst das geht nicht. Selbst das ist ein Problem. Mhm. Die Schule, sie möchte Abitur machen, sie möchte studieren, sie ist hochintelligent, sie macht alles vom Krankenbett aus. Aber letztendlich, meine große Sorge ist halt jetzt ihre Aussichtslosigkeit. Mhm. Aber meine Frage ist jetzt an dich, es wurde jetzt amputiert, was natürlich schrecklich ist. Immer und für so ein junges Mädchen besonders. Ja. Aber besteht denn dadurch die Hoffnung, dass diese Krankheit quasi jetzt wirklich vom Körper weg ist und dass sie ein normales Leben wieder führen wird können, quasi dann amputiert, aber ohne die Knochenerkrankung? Domian, ganz eine ehrliche Antwort. Die Aussicht kann uns kein Arzt versprechen. Das heißt, es kann sein, dass diese Erkrankung auf andere Knochen überspringt? Dass es eben im Körper wandert. Es kann sein, dass sich dieser Keim beruhigt, dass die Wunde endlich verheilen könnte und dass er sich verkapselt. Es kann sein, dass er sich mal für Jahre stillhält. Mhm. Es kann aber unter Umständen
durch irgendeine Einwirkung von außen wieder passieren, dass er wieder aktiv wird. Weiß man eigentlich, wie es zu dieser Erkrankung letztendlich kommt? Ist das eine Schwäche des Immunsystems bei deiner Tochter oder wie kommt das? Das genannt wird ja Staphylococcus aureus. Es sind noch mehrere Keime auch in der Wunde vorhanden, die angreifen. Aber wie gesagt, dieser Keim ist multiresistent. Meine Frage war, wie kommt das, dass der so multiresistent ist? Das glaube ich, könnten die Ärzte in der Klinik besser beantworten. Da bin ich nicht wissend genug, um zu wissen, warum man den nicht greifen kann. Also man hat mir schon so viel Medikamente verabreicht und so viel Versuche, mit Sicherheit in bester Absicht haben die Ärzte Versuche gemacht, die fehlgescheitert sind. Du bist jetzt die Mutter. Ja, richtig. Du begleitest sie 4 Jahre in dieser sehr schweren Zeit. In vielen, ja, viele Krankenhausbesuche. Das glaube ich. Ist es übrigens die einzige Tochter, das einzige Kind? Meine jüngste. Ich habe noch eine weitere Tochter. Du hast noch eine weitere Tochter. Wie versuchst du ihr denn jetzt Lebensmut zu vermitteln? Du kannst ja, man kann dann ja eben auch nicht traurig neben dem Bett sitzen, da macht man es ja noch viel schlimmer. Nein, man muss ja, man muss sich ja sehr zusammenreißen, wenn man... Ja. Wie machst du das und wie kriegst du das für dich so auf die Reihe? Ja, ich habe halt auch meine psychologische Betreuung in Anspruch genommen. Das heißt, ich habe mich erkundigt, wie ich mich verhalten kann. Weißt du, Domian, traurig sein und weinen, das kann ich zu Hause. Ja, ja, ja. Aber wenn ich gut motiviert bin, ich fahre meistens fast jedes Wochenende. Das ist von hier, ich fahre aus Mannheim bis München, jedes Wochenende zu ihr. Und dann bin ich halt motiviert. Da reiße ich alles zusammen und dann versuchen wir einfach Zukunftspläne und sprechen einfach nicht über die Krankheit. Wie lange wird sie jetzt noch in der Klinik bleiben müssen? Das ist immer unsere Hoffnung. Ich frage sie danach nicht, weil es einfach die Antwort kann sie mir nicht geben und selbst die Ärzte. Noch ist der Fuß nicht in Ordnung, aber im Moment haben wir eine Tendenz, dass es besser aussieht. Im Moment haben wir eine Hoffnung und ich glaube, jede Hoffnung soll man da annehmen. Absolut, absolut, Angelika. Na, ich aber wünsche dir Allgemeinzustand macht mir halt Sorgen, dass sie einfach jetzt so ausgelaugt ist und dass sie vielleicht wieder, sie hat ja immer noch diesen Zentralzugang, hat jetzt in den letzten Operationen wieder Blut gebraucht, sie ist sehr geschwächt. Und dass sie vielleicht wieder, sie ist so unterschiedlich bei den Leuten, die Selbstmord machen. Der eine, der kündigt's an und der andere macht es ganz spontan. Gibt es denn die Möglichkeit, dass in dem Klinikum, in dem sie behandelt wird im Moment, dass da vielleicht so eine ambulante psychologische Betreuung parallel zu der medizinischen Betreuung stattfindet? Hat sie. Ja, hat sie. Also man kann gar nicht mehr machen im Moment. Im Moment, ich organisiere Freunde, die sie besuchen. Das ist wichtig, ja. Ja. Und ich lasse ja auch von Bekannten hier Briefe schreiben oder einfach diese kleinen Freuden, die ich ihr in das Leben schicken will, um einfach abzulenken. Also Angelika, ich kann nicht mehr machen, als dir von ganzem Herzen und euch wünschen, dass deine Tochter gesund wird, dass sie stabiler wird und dass diese Krankheit zum Stillstand kommt und dass sie sich ihre Wünsche doch erfüllen wird können. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen. Ich erahne wirklich, was ihr alle für traurige Jahre hinter euch habt schon. Das ist richtig. Aber die ganze Hoffnung lege ich nur daran, dass sie bald Gesundung erlangt und nicht mehr auf die Idee kommt, wieder in dieses Loch zu fallen. Sie kann ja da gar nichts dafür. Es ist ein Zustand. Das kann man nie ermessen, was ein Selbstmordkandidat ihn bewogen hat oder was dahinter. Nein, deswegen darf man da auch nicht so leichtfertig urteilen. Nur eben, man muss einfach aufmerksamer sein, so wie ich es jetzt bin, durch den ersten Vorfall und das einfach kontrollieren, auch im Krankenhaus Bescheid gesagt habe, sie möchten extrem auf sie achten, des Nachts oder wenn sie alleine ist. Also, ich wünsche von Herzen wirklich alles Gute, Angelika. Und wenn die Annette von vorhin über Selbstmord mit mir reden möchte, stellen wir gerne den Kontakt her, machen wir. Gerne meinen Kontakt haben. Machen wir. Alles Gute. Ich möchte gern mit dir reden. Okay, das machen wir. Ich bedanke mich. Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Tschüss.
Herzlich willkommen, Philipp, 20 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Philipp. Gehst du ganz nah ans Telefon, bitte? Ja, hallo. Mhm. Geht so? Ja, wir werden es hinkriegen. Also ich habe einen kollektiven Selbstmordversuch hinter mir. Einen kollektiven Selbstmord? Ja, also ein Kollektiv, also mit mehreren Leuten noch. Und es war folgendermaßen, ich habe in Berlin, zu der Zeit, wo ich noch in Berlin gewohnt habe, da bin ich über die Gothic-Szene bin ich in den Kreis einer okkulten Satan-Sekte geraten. Mhm. Wie lange liegt das zurück? Du bist jetzt 20 Jahre alt. Wie lange liegt das zurück? 20 Jahre, ich bin jetzt 20 Jahre alt. Das war, liegt jetzt gut 2 Jahre bald, sind ja. Jetzt liegt es zurück. Also damals war ich so. Also du bist in Berlin in den Umkreis einer Satans-Sekte geraten. Ja, genau. Die haben sich Children of Satan, haben sie sich genannt. Mhm. Und anfangs war das halt mit Jux gewesen. Und dann mit der Zeit bin ich da tiefer reingeraten, habe auch angefangen, an die Sachen zu glauben. Da waren auch Drogen mit im Spiel und so weiter. Und unser Anführer, der hat uns, es war dann der 9.9.99, mhm. der hat uns halt gesagt, das wäre eine besondere Zahl. Wenn man die umdreht, dann ergibt das die Zahl des Tieres. Und es wäre jetzt nun der Zeitpunkt gekommen, dass wir ein Menschenopfer, also das menschliches Blut, für Satan geopfert werden muss, damit er auf die Welt zurückkehren kann. Mhm. Und so sind wir halt nach Quedlinburg gefahren, in Osten, ja. mit 10 Leuten hingefahren und sind in die Quedlinburg, sind in einen Keller eingebrochen, da ist ein Okkultraum, mhm. da brechen öfter Sekten ein, auch öfters mal Neonazis, und da sind wir eingebrochen und haben uns umgezogen, haben unsere Okkultgewänder angezogen mhm. und unsere Zeremonie abgehalten. Was für eine Zeremonie war das? Also so mit Gesängen und Gebeten oder was? Ja, in dem Sinn, also das ist ein Kellergewölbe, rund angeordnet. Mhm. Und da haben wir halt Lichter angebracht, ja. im Kreis aufgestellt, 10 Mann waren wir. Mhm. Und es ging etwa eine Stunde, also unser Anführer hatte ein Radiogerät dabei, da haben wir die komplette Gallery of Suicide, das ist eine CD von Cannibal Corpse, haben wir abgespielt. Mhm. Und im Laufe der Zeremonie hat unser Anführer eine Katze geschlachtet und hat ein Gefäß dabei, also mhm. es war so ein etwas kitschiges Gefäß, war also der Antigral sozusagen, mhm. als Gegensatz, hat er halt teilweise Blut reinlaufen lassen, hat mhm. noch eine andere Mixtur mit Wein und verschiedenen Beruhigungsmitteln und hat er was zusammengebraut mhm. und der hat dann die Runde gemacht, jeder von uns hat getrunken. Also von dem Katzenblut inklusive Alkohol und Beruhigungsmittel. Ja, genau. Wie viele ja. Leute wart ihr? Wir waren 10 Leute. Zehn Leute. Mhm. So, jetzt habt ihr von dem Katzenblut getrunken und wart mitten in der Zeremonie. Wie ging es dann weiter? Ja, das Katzenblut war ja nicht das Ausschlaggebende. Das war ja die anderen Ingredienzien, da dieses Beruhigungsmittel und so. Ja. Und da haben halt dann im Laufe der Zeremonie, nachdem wir dieses Blut Satans getrunken haben, haben wir halt das Bewusstsein verloren. Mhm. Und das Einzige, was mir eigentlich das Leben gerettet hat, ist, dass eine Polizeistreife hat uns im Morgengrauen gefunden. Euch alle? Ihr wart alle bewusstlos? 10 Leute? Wir waren alle bewusstlos. Der Führer übrigens auch, der Anführer? Der war auch bewusstlos, der mhm. ist aber dann verstorben. Also 2 Leute sind verstorben. Mhm. Und 2 haben halt längerfristige Hirnschädigungen davongetragen. Also war in diesem Katzenblut beigemischt nicht nur ein Beruhigungsmittel, sondern ein Gift auch? Nein, es war Beruhigungsmittel, also es war ein starkes Tränkeläufer, war das. Mhm. In Verbindung mit Alkohol habe ich mal im Nachhinein sagen lassen, dass das Atemzentrum im Gehirn lähmt. Ach so. Mhm. War das denn bewusst so von dem Anführer gedacht, dass man davon stirbt? Oder war das jetzt mehr oder weniger ein Versehen? Also wir sollten ein Menschenopfer bringen, dass wir die Opfer waren, das war uns klar. Also wir wussten schon, dass wir dabei sterben würden. Ach so. Da das dadurch also eine neue Epoche anbrechen würde, wäre das kein Tod von uns gewesen. Also der Anführer. Also du bist auch noch mit bei vollem Bewusstsein in diesen Keller gegangen und hast bei vollem Bewusstsein auch noch das Katzenopfer mit dir angeschaut. Und als dieser Krug dann rumgereicht wurde, war dir klar, wenn ich jetzt davon trinke, dann werde ich sterben. Ja, ich wäre aber dann. Da habe ich damals geglaubt, ich wäre dann gleich wieder auferstanden. Auferstanden, wo, wie auch immer. Aber dir war klar, in dem Moment, als du diesen Krug an den Mund gelegt hast, das ist jetzt mein Todesurteil. Ja, das kann man jetzt heute, das ist anders, als wenn sich jemand aus anderen Gründen umbringt. Das war für mich
ein Scheiden aus dieser Welt, aber ich wäre sofort wieder auferstanden, weil es ja eine andere Welt dann gewesen ist, in den Augen. Und der Anführer hatte mir Versprechungen gemacht. Ich verstehe, ja, ja, ist mir klar. Aber ihr seid alle bewusst dann quasi auch in diesen schnellen Übergangs, für euch angeblich schnellen Tod gegangen. In der Hoffnung, schnell da wieder aufzuwachen in einer anderen Welt und aufzuerstehen. Ja, ich wäre wieder auferstanden sozusagen. So, jetzt hat die Polizei hat euch am anderen Morgen gefunden. Ja, die haben uns gefunden und haben uns unverzüglich ins nächste Krankenhaus gebracht. Mhm. Du sagst, wie viele Leute, zwei oder drei Leute sind gestorben dabei? Zwei Leute sind gestorben und zwei haben Gehirnschäden zurückbehalten. Mhm. Und die restlichen haben halt mehr oder weniger Glück gehabt. Und dir geht es heute körperlich wieder richtig gut und bist auch ganz fit? Ja, körperlich schon, ja, das hat halt Spuren. Seelisch natürlich nicht, ne? Das liegt ja auch noch nicht so lange zurück. Jetzt kann man natürlich den Anführer der ganzen Geschichte nicht mehr zur Rechenschaft ziehen, da er nun verstorben ist dabei. Ja, er ist gestorben, also anscheinend war er wirklich davon überzeugt und vielleicht hat er einen größeren Schluck genommen als die restlichen. Hat er denn dennoch dieser Vorfall, dieses Geschehen, ein juristisches, ein gerichtliches Nachspiel? Eigentlich hat es so weiter keine Konsequenzen. Wir mussten danach in therapeutische Behandlung, das war so eine Auflage. Mhm. Und das haben wir auch alle gemacht. Und ich möchte was sagen, durch die ganzen Vorfälle, es hat uns halt die Augen geöffnet. Mhm. Und es war ja auch somit kein Schuldiger zu benennen mehr, weil der Anführer ja eben verstorben war. Und es gab sonst keine weiteren Gruppierungen, die noch irgendwie anderweitig aktiv waren, gibt es nicht, oder die noch aktiv sind von der Gruppe. Doch, es ist eine etwas größer verbreitete Gruppe. Also wir waren sozusagen der harte Kern aus unserem Bereich da. Ach so. Ist aber eine weit über Deutschland verstreute Gruppe, die auch aus dem Ausland teilweise dirigiert wird. Ja, wahrscheinlich wird die Polizei da schon ermittelt haben, das weißt du vielleicht gar nicht. Jetzt ist einige Zeit vergangen, du bist jetzt 20 Jahre alt, du warst 19, als es passiert ist, 18,5, ne, ungefähr, oder? 18. Ja, so zwischen 17 und 18. 18, genau, ja. Wie bewertest du das heute alles? Also heutzutage, das ist mir ganz klar, also kann ich mich kaum noch mal vorstellen, wie ich so einen Blödsinn machen konnte. Mhm. Ich habe mir damals halt blind den Versprechungen geglaubt. Also ich wäre laut den Versprechungen von unserem Hohepriester, hätte ich einen Titel gekriegt, und zwar Herr des Fleisches und der Schmerzen hätte das geheißen. Und ich wäre dann praktisch Hohepriester von Mecklenburg-Vorpommern geworden. Also, nachdem du dann wieder auferstanden wärst? Ja, nachdem ich wieder auferstanden worden wäre. So, du wärst Hohepriester von Mecklenburg-Vorpommern. Wenn es nicht so ernst wäre, müsste man sich totlachen darüber, ne? Ja, es hört sich blöd an. Ich kann es heute auch gar nicht mal verstehen, wie ich auf der etwas Abstruses eigentlich reingefallen bin. Und ich möchte auch alle dringend warnen, sich nicht in solche Kreise zu begeben. Weil man verliert leicht die Kontrolle und ist tiefer drin, als man eigentlich denkt. Ja, Philipp, aber was für eine kuriose Jenseitsvorstellung, dass man sagt, ich sterbe und ich erstehe wieder auf als hoher Priester von Mecklenburg-Vorpommern. Also das meine ich jetzt ernst, was für ein seltsames Bild die euch dann auch vermittelt haben, die Anführer. Von Jenseitigkeit, von Jenseits. Ja, das war ganz andere Umstände. Ich würde sagen, ich war damals nicht voll zurechnungsfähig. Mhm. Nicht im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Mhm. Aber du hast es geglaubt, ne? Und es ist schon verrückt, auf was Menschen alles reinfallen und immer wieder auch reinfallen, ne? Auf welchen Unsinn, ne? Es ist richtig verführt haben sie uns. Mhm. Also so weit, dass wir bereit waren, dafür zu sterben. Mhm. Mhm. Und ich möchte jeden davor warnen, sich von sowas grundsätzlich zu distanzieren. Ja, vor allen Dingen auch ganz junge Leute. Ne? Du warst ja auch jung, Jugendliche. Vor allem Jugendliche, denke ich, sind dafür sehr anfällig. Mhm. Kannst du denn für dich erklären, warum du überhaupt so Interesse entwickelt hast, damals in diese Gruppe näher weiter reinzugehen? Was hat dich denn da so angezogen? Ja, wie gesagt, ich war vorher schon in der Gothic-Szene und ich bin über einen Freund, bin ich mal mit zu seiner kühlten Sitzung und die Musik war auch mein Stil gewesen und anfangs war es der Reiz des Verbotenen, möchte ich mal sagen, dieses Okkulte. Und ich verstehe, und dann kommt eins zum anderen. Ne? Und ja genau, und bevor man sich versieht, sitzt man tiefer drin, als man eigentlich möchte. Also Philipp, du bist ja mit einem blauen Auge davongekommen, will ich mal so salopp sagen, ne? In Anbetracht dessen, was den anderen geschehen ist. Hast du denn so eine psychologische Nachbetreuung noch bekommen? Jemand, der dich so ein bisschen aufgefangen hat nach diesem ganzen Chaos?
Ja, ich war gut anderthalb Jahre in therapeutischer Behandlung. Ah ja. Mhm. Und das war auch dringend notwendig, denke ich. Also ich freue mich, dass du angerufen hast. Sicherlich auch so als Infomensch und Warner anderen Leuten gegenüber, jungen Leuten, die in diese Szenen so reingeraten. Wie schlimm es enden kann und wie wahnsinnig es enden kann. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Gute, Philipp. Danke, Domian. Auf Wiederhören. 1.35 Uhr und 35 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 36 und 36 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Selbstmord, Selbsttötung und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die einen solchen Versuch schon hinter sich haben, vielleicht mehrere Versuche. Ich möchte mit Angehörigen, mit Freunden sprechen, die einen Menschen verloren haben durch Selbsttötung oder vielleicht auch den einen oder anderen, der direkt, indirekt mit einer Selbsttötungsaktion in Kontakt gekommen ist oder sogar verwickelt war mit einer solchen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Sascha begrüße ich herzlich. Sascha ist 23 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Morgen, Sascha. Also mein Thema ist auch Selbstmord. Mhm. Hast du das selbst getan schon? Nein. Einen Versuch unternommen? Nein. Nein, ich hatte es damals, also vor ein paar Jahren hatte ich zwar mal den Gedanken, aber ich habe es dann doch lieber sein lassen. Warum hast du dich jetzt zu dem Thema bei mir gemeldet? Ja, ich habe mich dazu gemeldet, ein Kollege von mir, der hat sich heute Morgen, hat er sich aufgehängt. Heute Morgen? Ja, heute Morgen. Ich habe den gestern Abend um 10 Uhr, wo ich vom Training kam, das letzte Mal gesehen. Mhm. Ein Arbeitskollege von dir? Nee, ich wohne in einer WG. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich wohne in einer WG. Mhm. Und naja, ich bin ein bisschen durcheinander, muss ich verstehen. Also, und der Kollege wohnte auch in der WG, in deiner WG? Ja. Also ein Bekannter, ein Freund von dir sogar? Ja, ein Freund. Mhm. Also ich habe den eigentlich fast jeden Tag gesehen, so gegrüßt, so hi, gut, alles klar und so. Hast du ihn auch gefunden? Nee, ich habe ihn nicht gefunden. Also es war ein Sozialarbeiter von uns. Mhm. Der hatte aus Zufall, das ist wirklich Zufall gewesen, weil aus der WG, da haben wir auch Gemeinschaftsküche und so. Mhm. Und dann nehmen manche Leute manchmal Geschirr mit ins Zimmer. Mhm. Und ja, dann hatte der da Geschirr gesucht, geht dann da in die Zimmer rein und guckt. Ach, er hat sich in seinem eigenen Zimmer erhängt? Ja, in seinem eigenen Zimmer hat er sich erhängt. Mhm. Und der Sozialarbeiter hat dann da geklopft und er hatte keine aufgemacht, hat Tür aufgeschlossen, ist dann rein und dann hat er den da hängen gesehen. Du sag, erklär das mal eben mit dem Sozialarbeiter. Warum ist da bei euch ein Sozialarbeiter? Das ist eine 72er-Einrichtung. Das ist so städtisch. Ach so, das heißt, das wird betreut. Das ist eine WG, die von Sozialarbeitern betreut wird. Genau. Okay. Wie hat er das denn gemacht? Hat er sich an der Decke erhängt? Oder Nee, der hat sich am Fensterrahmen, also so wie ich das gehört habe, hat er sich am Fensterrahmen aufgehängt. Mhm. Und ja, also der muss also auf mega grausame Art gestorben sein, weil die Füße, die hingen auf dem Boden und also der hing fast in der Hocke, so wie ich gehört habe. Hm. Also der muss eine ganz schöne Überwindungskraft gehabt haben. Also ja, ich bin, wie gesagt, ich finde dafür irgendwie keine Worte, es hört sich alles zu blöd an jetzt. Niemand von euch hat in der Nacht irgendwas mitbekommen, als das passiert ist?
Nee, das ist nicht in der Nacht passiert, das ist heute Morgen passiert. Es ist heute Morgen passiert. Das kann man, das konnte man rekonstruieren, dass es heute Morgen ist. Ja, genau, weil heute Morgen ein Kollege, der ist arbeiten gegangen und dann hat er den nach Hause kommen sehen. Der ist um kurz vor 8 Uhr war das. Ach so. Mhm. Und ich bin um 10:45 hat ein Kollege bei mir an die Tür geklopft und sagt, ey, Baba, und ich so, ach, du willst mich veräppeln. Mhm. Und der musste mir das echt 9 oder 10 Mal sagen, damit ich das erstmal kapiere, weil ich wollte das nicht glauben. Du hast ihn, den Verstorbenen dann nicht gesehen? Nee, wollte ich nicht, weil ich möchte meine Erinnerung ein gutes Bild behalten und nicht dieses Bild, was dann da... Wie alt war der Freund? 22, 23. War er heute Morgen, als er nach Hause kam, unter starkem Alkoholeinfluss? Das weiß ich nicht. Also ein Kollege meinte, der wäre käme aus der Kneipe raus. Aber... In der Regel, wenn man so früh nach Hause kommt, erst hat man natürlich was getrunken. Aber das wird die Polizei schon alles wahrscheinlich noch erkunden. Ja, genau. Wenn man so in einer Wohngemeinschaft wohnt, kriegt man ja viel mit von den anderen Leuten und was die für Probleme haben und wie es denen so geht. Ging es ihm denn sehr schlecht eigentlich so? Hast du das? Ja, also er ist ein sehr ruhig zurückhaltender Mensch gewesen. Also er hat nicht viel mit den Leuten geredet. So, aber... ja, wie soll ich das sagen? Du weißt nicht konkret, welche Probleme ihn geplagt haben. Ja, genau, das ist das. Also, weißt du das mal, jeder Mensch hat seine Probleme und es gibt Probleme, für jedes Problem gibt es eigentlich eine Lösung. Aber ich schätze mal, für diese Probleme gab es bestimmt keine Lösung mehr. Warum meinst du das? Ich weiß nicht. Das ist mein Gefühl gewesen. Hast du denn eine Ahnung, aus welcher Ecke die Probleme gekommen sein könnten bei ihm? So ja, der ist früher drogenabhängig gewesen. Und ist dann davon runtergekommen, ohne irgendwie welche Methadon-Programme oder so. Der ist ganz von alleine davon runtergekommen. Mhm. Und ich schätze mal, das hat den irgendwie seelig und körperlich kaputt gemacht. Mhm. Und der Sozialarbeiter, der euch betreut, wie hat der das jetzt eingeschätzt? Wie hat der das kommentiert? Ja, also der war erstmal richtig geschockt, ne? Natürlich, er hat ihn ja gefunden, ne? Und normalerweise raucht er nicht und dann stand er erstmal mit der Zigarette da unten und wir alle so, jetzt hast du deine Wette verloren. Und der so, ey, pass mal auf, Leute, hier ist so und so. Und die anderen so, oh, scheiße, Entschuldigung. Und irgendwie gesagt, also der ist direkt nach Hause gefahren. Der hat zu den Leuten gesagt, ey, pass auf, ich fahre nach Hause, ich kann heute nicht mehr. Ich muss abschalten. Wie viele Leute seid ihr in der WG? Och, das sind, ist auf 3 Etagen ist das verteilt, das sind so 30 Leute. Ach, so viele. Aber es ist wirklich, also... Es ist wie eine große Familie, sag ich jetzt mal, weißt du, ich meine. Und das ist, ich kann das nicht verstehen. Ich kann das ehrlich nicht verstehen. Sascha, hattest du denn, war das, du hast ja gerade auch gesagt, das war ein Kollege. Kollege ist ja eher so ein bisschen distanziert. Ist ja ein bisschen ein distanzierteres Wort als Freund. Hattest du denn nicht so ein ganz enges Verhältnis zu ihm? Das heißt, ihr habt nicht so oft privat miteinander geredet, also so richtig privat. Das nicht? Nein. Aber, es geht mir einfach darum, weil wir leben in dieser WG gemeinsam und ich kann nicht verstehen, dass einige Leute einfach sagen so, ach, ist mir egal, den kannte ich nicht. Also mir persönlich und jemandem anders aus dem Haus hier geht es sehr ans Herz, dass dieser Mensch sich einfach aufgehängt hat, sag ich jetzt mal. Das haben Leute aus eurer WG gesagt, ach, den kannte ich gar nicht, egal? Ja, egal, das stört keiner. Also das habe ich heute gehört und da habe ich direkt gesagt, ey, guck, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Gehen denn, ich könnte mir vorstellen, dass einem da 1000 Sachen durch den Kopf gehen. Einmal könnte einem durch den Kopf gehen, habe ich Sascha, jetzt auf deine Person bezogen, habe ich zu wenig getan? Hätte ich mich vielleicht auch um den mehr kümmern müssen? Ja, genau, das ist das. Ne, sowas gibt es jetzt hier im Haus. Also es sind jetzt 2, 3 Leute, die sich wirklich den Kopf machen. Hey Mann, Entschuldigung, die sich wirklich den Kopf machen. Hey Mann, warum habe ich nicht mal gesagt, ey, lass mal das machen oder lass mal hier hingehen? Und genau das ist das Problem jetzt, was wir haben. Oder gibt es auch noch eine andere Emotion, ein anderes Gefühl, so ein bisschen Wut auf ihn, nach dem Motto, was tut er uns jetzt hier auch an? Er hätte ja auch mal den Mund aufmachen können. Gibt es so ein Gefühl auch bei dir oder vielleicht bei denen, mit denen du darüber gesprochen hast? Nein. Das nicht? Nein, also von mir überhaupt nicht. Ich sag mal, es ist zwar hart gesagt, es ist feige, einfach so aus dem Leben zu verschwinden. Weil es ist eine gewisse Verantwortung, dass also jeder hat für sein eigenes Leben eine gewisse Verantwortung zu tragen. Und einfach aus dem Leben sich selber aus dem Leben auszuknipsen, sage ich jetzt, das ist feige. Okay, hat er denn hart gesagt jetzt, aber es tut mir wirklich leid für den Jungen. Hat er denn irgendwann mal so, gab es mal irgend so ein Anzeichen, dass der schon mal so in ähnlicher Weise so einen leichten Versuch unternommen hat oder dass er mal was gesagt hat von wegen so ein Wort fallen lassen, ich bringe mich um, wenn ich das nicht schaffe? Nein. Der war ganz verschlossen. Der
der war total, der hat überhaupt nichts gesagt. Der hat nur mal, hey, geht's dir? Gut. Und wie geht's dir? Ja, gut, danke. Und schön, weg war er wieder. Aber das hätte keiner von den Menschen gedacht. Keiner. Wirklich keiner. Selbst unser Sozialarbeiter hätte das nicht von den Menschen gedacht. Jetzt hat wahrscheinlich die Gerichtsmedizin die Leiche beschlagnahmt, ne, vermute ich mal, um alles zu untersuchen. Ja. Hast du schon darüber nachgedacht, wie das sein wird, wenn er dann vielleicht in 2 Wochen, oder ich weiß nicht, wie lange das dauert, wenn er dann beerdigt wird? Wie also ich persönlich werde auf jeden Fall zu der Beerdigung hingehen. Mhm. Ob ich den Menschen kenne oder nicht, das hat damit nichts zu tun. Also ich werde da auf jeden Fall hingehen und ich schätze mal, einige aus dem Haus werden da nicht hingehen. Mhm. Aber ich schätze mal, dass das angemessen, wenn man mitten in einer WG wohnt, dass die ganze WG, finde ich eigentlich auch, die ganze WG, alle, dass die alle mit zur Beerdigung gehen. Mhm. Das wäre das Mindeste, was man machen könnte. Ich vermute mal, wenn ihr da in einer solchen WG lebt, die auch so sozial betreut wird, dass ihr alle so schon eure Probleme im Leben hattet. So auch du. Oh ja. Warst du denn auch schon mal in einer Situation, wo du das Handtuch am liebsten geworfen hättest? Ja, schon öfters. Du, guck mal, du hast es ja gerade am Anfang auch so ein bisschen angedeutet. Ja, genau. Guck mal, du siehst immer die heile, heile Welt. Du guckst einfach raus und siehst immer die Arbeitswelt. Du siehst das geregelte Arbeitsleben. Aber wenn du mal hinter die Kulissen guckst, dann siehst du erstmal, wie schlecht es den meisten Leuten geht. Du hast zwei Versuche schon mal gemacht, ja, ne? Ich habe zwei Versuche habe ich schon gemacht. Was waren das für Versuche? Wie hast du es? Ich wollte einmal von der Brücke springen. Mhm. Und einmal wollte ich mir die Pulsadern durchschneiden, aber ich habe gesagt, das ist feige. Hat dich jemand zurückgehalten von der Brücke oder bist du von dir aus wieder nach Hause gegangen? Von mir aus wieder nach Hause gegangen, weil ich habe gesagt, das ist feige, das kannst du nicht machen, jetzt einfach abzuhauen. So, jetzt ist das vielleicht auch so ein Wink des Schicksals, dass gerade quasi in deiner Wohnung, in deinem Haus so etwas passiert. Hat das jetzt auch eine Wirkung auf dich, dass du denkst, na, ich mache es nun wirklich, aber jetzt auf keinen Fall mehr, nach dem, was ich gesehen habe? Ich werde es bestimmt nicht machen, weil also das hat mich total emotional getroffen heute. Ich hatte erstmal diesen Gedanken im Kopf, wow, das hattest du auch mal gemacht. Also das hattest du auch vor. Und also ja, ich weiß nicht. Also machst du im Moment eine Ausbildung oder irgendwas Ähnliches? Nee, ich bin in der Schule, ich mache Schule. Ach, du machst Schule. Schule auch nach oder was? Ja. Fachoberschulreife, na toll. Ja. Und wie gesagt, ich möchte jetzt, das ist einfach nur, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, Entschuldigung. Sascha, ich glaube, das ist auch alles gut besprochen und du hast sehr viel erzählt und wichtige Sachen gesagt. Ich finde deine Einstellung sehr respektabel und finde auch toll und gut, dass du da hingehst zur Beerdigung. Ich finde auch, dass eigentlich alle da hingehen müssten. Normalerweise ja. Und eigentlich, so hat dieser traurige Fall vielleicht etwas Gutes, dass du dich selbst vielleicht auch mehr jetzt regulierst und nicht in diese Richtung mehr tendierst oder tendieren wirst. Ja, wie gesagt, ich habe schon zweimal den Anfang gemacht und ich war schon total unten. Ich war wirklich im Männerwohnheim habe ich gewohnt, wo der letzte Hänger nicht hingehen würde. Da holst du dir Wanzen, alles. Und ich habe es echt schon zweimal habe ich es wieder hochgeschafft. Und ja, jetzt hört sich das ja ganz gut an, wenn du die Fachoberschulreife machst. Ja, das ist ich bin froh, dass ich es jetzt geschafft habe und hoffentlich hält sich das auch mal so. Aber ich wünsche es dir wirklich. Kann man nie voraussagen. Nee, ich meine, es gibt Leute, die arbeiten im Büro und pupp ist der Jobweg und sind arbeitslos und dann kriegst du Sozialhilfe. Das geht so schnell, das glauben die meisten gar nicht. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall für dein Leben und für die nächsten Schritte, die du planst, von Herzen alles Gute, Sascha. Okay. Auf Wiedersehen. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Ciao, Domian. Ciao. Sandra, 20, nicht 30 Jahre. Guten Morgen, Sandra. Genau, hallo, guten Morgen. Auch zum Thema Selbstmord, Selbsttötung bei mir gemeldet. Ja, genau. Warum? Ich möchte eigentlich nur dazu großartig sagen, dass ich der Meinung bin, dass keiner sich den Schuh anziehen sollte, dass er an irgendeinem Selbstmord schuld ist. Denn damit macht sich niemand das Leben leichter, sondern nur schwerer. Es war nämlich mal so, dass jemand versucht hat, mir diesen Schuh aufs Auge zu drücken, dass ich schuld an einem Selbstmord gewesen wäre. Um wen hat es sich denn damals gehandelt? Aus deinem Umfeld? Mein Freund hat sich umgebracht gehabt. Also das war ungefähr vor einem Jahr. Es war irgendwann so, dass, also ich war bei ihm und wollte mich eigentlich von ihm trennen.
Und er hat dann nachts, nachdem wir uns ein bisschen eine kleine Streitigkeit hatten, hat er nachts wohl dann seine Sachen gepackt. Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe geschlafen. Mhm. Ach, er war bei dir? Nein, ich war bei ihm. Mhm. Also uns trennten 250 Kilometer, mhm. Strecke Frankfurt-Düsseldorf. Du warst bei ihm in der Wohnung? Ja, genau. Er hatte abends einen Streit und dann ging es auch um Beendigung der Beziehung wahrscheinlich? Darum ging es auch, mhm. aber das war gar nicht ausgesprochen. Mhm. Um es vielleicht ein bisschen genauer zu erklären. Also ich habe es bis jetzt auch noch keinem erzählt, was in dieser Nacht passiert ist. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin gegen 12:30 eingeschlafen. Wir hatten mhm. ein 75-Zentimeter Bett zu zweit, mhm. also nicht sehr groß. Mhm. Und ich bin gegen 2:30 aufgewacht und dieses ganze Bett wackelte. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Es dauerte 2 Minuten, bis ich gemerkt habe, dass er neben mir sich einen runtergeholt hat. Mhm. Ich war so schockiert erstmal und wusste gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ich habe da überlegt, ja, sagst du was? Mhm. Sagst du am nächsten Morgen was? Mhm. Es hat 15 Minuten in mir gearbeitet und dann habe ich ihn drauf angesprochen. In der Nacht sofort? In der Nacht sofort mhm. habe ich nur gemeint, war es wenigstens schön? Mhm. Und dann waren 2 Minuten lang Stille. Mhm. Und dann meinte er nur, hast du was dagegen, wenn ich mich auf den Boden lege? Ich so, nee, aber das ist Schwachsinn, du musst jetzt nicht aus dem Bett aufstehen. Warum denn? Du hast mhm. nichts Verbotenes getan im Grunde. Mhm. Ich möchte mich trotzdem auf den Boden legen. Ja? Ja, und dann hat er sich auf den Boden gelegt und wollte dort wohl schlafen. Ja. Irgendwann dann so nach 15 Minuten, ich war schon so im Halbschlaf, habe ich den Gürtel von der Hose gehört. Und ich dachte, er sucht sein Feuerzeug raus mhm. und geht in die Küche eine rauchen. Mhm. Also ich vermute heute allerdings, dass er sich dort angezogen hat und gegangen ist. Wann bist du denn wach geworden und hast gesehen, bemerkt, dass er nicht mehr da ist? Ich bin nicht wach geworden. Erst am nächsten Morgen hast du es bemerkt? Erst am nächsten Morgen, ja. Und was hat er denn dann gemacht in der Nacht? Er ist in der Nacht, muss er wohl unterwegs gewesen sein. Mhm. Und ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, entweder um 5:30 oder um 6:30, ich glaube um 6:30 hat er sich umgebracht. Wie hat er sich umgebracht? Der Zugführer sagte, dass er im letzten Moment einen Menschen auf allen Vieren die Böschung hochkrabbeln gesehen hat und er hat dann seinen Kopf auf die Schienen gelegt. Also die S-Bahn ist über seinen Kopf gefahren, der Kopf wurde sofort vom Körper getrennt und er war sofort tot. Und bemerkt habe ich es allerdings erst, als am nächsten Morgen gegen 9 Uhr die Mutter wirklich ins Zimmer gestürzt kam und schrie, wo ist er, wo ist er? Hm. Und dann habe ich nur diesen fremden Mann draußen stehen sehen und ich wusste sofort, wirklich sofort. Es ist was passiert. Es ist was passiert, ja. Was hat denn die Mutter angenommen? Die hatten noch nicht die Information. Doch, die hatten wohl schon die Information. Aber warum hat sie denn dann gerufen, wo ist er? Sie wusste doch. Weil sie es nicht wahrhaben wollte. Ach so. Sie wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich habe auch nicht ganz genau mitbekommen, was dieser Kripo-Beamte sagte. Ich weiß, er muss wohl gesagt haben, ihr Sohn hat sich umgebracht letzte Nacht und dann muss sie wohl ins Zimmer gestürzt gekommen sein. Hat er dir das denn dann auch in dem Zimmer gesagt, dass der Freund sich umgebracht hat? Nein, er hat mir gar nichts gesagt. Er kam dann nur zu mir und meinte, wer ich denn sei. Mhm. Ich habe ihn nur angeguckt, habe gemeint, nach was sieht's denn aus, wenn ich hier im Zimmer liege? Mhm. Wie lange hat es denn gedauert, bis du denn auch wusstest, was los war? Das weiß ich nicht mehr. Also an dem gleichen Tag, ne? Ja, sicher. Ein paar Minuten später, aber wie, habe ich keine Ahnung. Mhm. Hat die Mutter, die Schwiegermutter in Spee, die Schwiegereltern, haben die dir Vorwürfe gemacht, dass du schuld warst an dieser Selbsttötung? Erstmal nicht, nein. Sie haben diese ganze Belastung eigentlich auf mich gedrückt. Bei der Beerdigung war es so, dass sie mich von meinen Eltern weggeholt haben und ich mich in die Mitte von den beiden stellen musste. Das heißt, ich hatte auf der linken Seite den Vater und auf der rechten Seite die Mutter. Und sie haben mich beide in den Arm genommen und haben wirklich auf mir gehangen. Das Ganze liegt erst ein Jahr zurück, sagst du? Das war im November 1999, ja. November 1999. Du hast gerade aufgemacht, unser Gespräch, mit der Bemerkung, dass man sich keine Schuld anlasten sollte, wenn jemand sich umgebracht hat. Genau, ich war noch nicht fertig. Die Eltern haben mir danach die Schuld gegeben. Ach so. Danach. Aber lass uns erst nochmal über dich reden. Hast du dir denn selbst auch Vorwürfe gemacht? Die ersten 2-3 Tage mit Sicherheit, ja. Nur 2-3 Tage? Ja, das waren nur 2-3 Tage. Ich hatte eine ganz tolle Unterstützung durch meine Mutter. Mhm. Sie hat, glaube ich, echt, sie hat nächtelang, tagelang mit mir gesprochen. Ich habe
tagelang in meiner Wohnung, also keine Nacht verbracht, nichts. Mhm. Ich habe immer bei meinen Eltern geschlafen, wenn ich denn geschlafen habe. Und habe halt ganz viel mit ihr gesprochen. Und sie sagt immer, du brauchst dir überhaupt keine Schuld einreden. Und ich bin heute auch der festen Überzeugung, dass ich keine Schuld daran habe. Denn er hat schon 2 Wochen vorher den Selbstmord geplant. Wie weiß man das denn? Er hat 2 Wochen vorher auf dem PC ein Testament geschrieben. Ach, 2 Wochen vorher? Ja. Ein Testament geschrieben? Hat er in dieses Testament auch reingeschrieben, was mit ihm los ist und warum er das vorher zu tun? Er hat nur geschrieben, dass man mir nicht die Schuld geben soll, nur ein Leben ohne mich kann er sich nicht vorstellen. Also aber es hing schon mit der Liebesbeziehung zusammen, weil die nicht funktionierte. Ja. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nur das eine der Grund ist, dass man sich umbringt. Wie lange wart ihr eigentlich zusammen? Ja, wir waren nur 4 Monate zusammen. Ach, 4 Monate. Eben, deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Ich denke, dass da noch mehr dahinter steht. Das glaube ich allerdings auch. Das glaube ich aber auch, Sandra. Mhm. Ja. Hast du denn, war die Liebe eigentlich schon erloschen bei dir, als das passiert ist? Ja. Ja. Mhm. Das heißt, die Trauer, ja, wie trauert man eigentlich dann um einen Menschen, den man nicht mehr liebt und der einem dann auch noch dieses Gefühl hinterlässt, mit Schuld zu sein? Was ist das für eine Trauer, die man da empfindet? Wut auch. Mhm. Es ist auch, erstmal ist es wirklich nur Trauer und dann irgendwann geht es in Wut über. Mhm. Dann denkt man sich, du Arsch, warum hast du mir das angetan? Also warum trauere ich eigentlich um dich? Du wolltest es mir eigentlich nur heimzahlen. Mm-hmm. Der war vermutlich in deinem Alter auch so um die 20 Jahre. 23, ja. Nun ist das ja bei solchen Fällen immer so besonders schlimm, wenn man sich dann auch noch vorstellt, wie diese Menschen umgekommen sind. Du sagst, der Kopf ist abgetrennt von der Bahn. Ja, das ist ich denke mir aber, dass er das schon so geplant hat. Mm-hmm. Er hat sich schon Gedanken darüber gemacht, wie er es am besten macht. Und das war für ihn der beste Weg. Ich denke, dass er vorher Drogen konsumiert hat, um sich das Ganze zu erleichtern. Was hat er denn in das Testament noch eingeschrieben? Hat er dir irgendwas hinterlassen? Nein. Hinterlassen, also er hatte eigentlich gar nichts zum Hinterlassen. Was hat man mit 23? Naja, ich meine, vielleicht nichts Materielles, aber vielleicht irgendein Tagebuch oder irgendwas, Briefe. Er hat mir was hinterlassen. Er hat mir eine CD selbst gebrannt, mit Liedern halt. Die hat er mir hinterlassen. Hast du dir diese CD angehört? Die habe ich angehört, ja, 2-mal. Mhm. Und dann habe ich sie eigentlich in den Schrank gepackt, weil diese CD, ich finde die einfach, sorry, wenn ich das sagen muss, ich finde die krank. Mhm. Das zeigt mir eigentlich, dass dieser Mensch schon krank gewesen sein muss. Mhm. Also du hast wirklich ein sehr distanziertes Verhältnis zu dem Menschen und auch zu diesem ganzen Vorgang. Ja. Hast du dich da, das klang gerade auch so, wie du das erzählt hast, auch sehr verletzt gefühlt, als er quasi in eurer letzten gemeinsamen Nacht sich dann in diesem kleinen Bett neben dir einen runtergeholt hat? Nein, verletzt gar nicht. Ich kann gar nicht beschreiben, was das für ein Gefühl war. Es war nur so, es war merkwürdig. Hätte er mich jetzt aufgeweckt oder so und hätte gemeint, dann wäre das was anderes gewesen. Mhm. Aber er liegt neben mir und holt sich einen runter. Also ich weiß nicht, dann hätte er doch aufs Klo gehen können. Das war nicht verletzt, aber das war abstoßend. Mhm. Wahrscheinlich liegt es daran auch, dass ich ihn nicht mehr geliebt habe, dass ich das dann in dem Moment abstoßend fand. Ja. Meinst du denn, dass du offen bist für eine neue Beziehung mittlerweile? Oder hast du gar schon eine wieder? Ich hatte einen Monat später schon wieder eine neue Beziehung. Mhm. Mhm. Denkst du oft an diesen Vorfall? Oder kam dir das vielleicht heute nur, weil wir das Thema hier haben, nochmal so? Also ich habe eine ganze Zeit lang überhaupt nicht mehr dran gedacht und dann irgendwann klingelte mein Telefon und die Mutter war dran. Mhm. Und das war auch ein ganz kurioses Gespräch, was mich dann in dem Moment richtig durcheinander gemacht hat. Aber im Grunde vergesse ich das immer mehr. Mhm. Gut, man denkt ab und zu, denkt man noch, okay. Ist es denn heute so, dass, ich meine, es ist ja immerhin noch nicht lange her, 1 Jahr nur. Sind die Eltern immer noch der Meinung, dass du die Hauptschuld trägst oder hat sich das auch ein bisschen abgemildert? Das kann ich so nicht sagen. Ich weiß nur, wie die Mutter mich vor 2-3 Monaten, muss das gewesen sein, angerufen hat. Sie gemeint, sie sucht den Kontakt zu mir. Und dann habe ich ihr aber auch klipp und klar gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Im Dezember 99 wurde mir noch mitgeteilt, dass sie beide denken, dass ich schuld daran bin. Mhm. Ja, das würde nicht stimmen. Sie denkt das jedenfalls nicht. Mhm. Und sie ist in Therapie und sie ist immer noch nicht drüber hinweg und sie kann auch nicht arbeiten. Ja. Gehen. Sandra, jetzt ist unsere Sendung gleich vorbei. Es ist natürlich nur gut, dass du das für dich so hingekriegt hast und ich glaube, du hast auch recht. So wie du das alles beschrieben hast, hast du dir das nicht eingeredet oder so hingebogen, sondern es scheint wirklich genauso zu sein, wie du es beschrieben hast. Alles Gute, liebe Sandra. Danke, gleich. Auf Wiederhören. Tschüss. Das war unsere Sendung
Selbsttötung, Selbstmord. In der Technik war Michael Wiesmann und Leo Scholten. Morgen sind wir mit einer offenen, normalen Telefon-Talkshow wieder da. Das heißt, ihr könnt mit mir reden und plaudern über alles Mögliche und Unmögliche. Ab 0 Uhr sind wir da. Das heißt, da könnt ihr anrufen und hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen ab 1 Uhr. Ciao.